Ja, und damit willkommen zurück. Ich sage es dir lieber gleich. Das könntest du bereuen. Die Immortals sind auf Rache aus. Bis wir Kane erreichen, wird nichts mehr von ihr übrig sein. Darüber wird nicht diskutiert. Du weißt schon, dass sie wollen, dass wir sie suchen. Sie wollen, dass wir die Konsequenzen unserer Handlungen sehen. Das sind nicht wir, Hendrix. Was immer sie tun, ist ihre Schuld. Okay, kommt nichts mehr. Ja, legen wir direkt wieder los. Jetzt weiß die Welt also, dass es ein CIA-Geheimprojekt war, das zum Tod von mehr als 300.000 Menschen geführt hat. Glaubst du mir jetzt, dass Kane uns Informationen vorenthält? Du meinst, sie weiß mehr, als sie uns sagt? Ich glaube, Taylor ist über irgendwas gestolpert, das er nicht wissen sollte. Und jetzt ist er frei zum Abschuss. Kann sein, ja. Aber Kane ist auf unserer Seite. Wir können sie nicht diesen Tieren überlassen. Beim WA herrscht pures Chaos. Wir müssen Taylor finden, bevor es schlimmer wird. Wenn wir Kane nicht rausholen, macht das keiner. Sie ist schlau und sie hat Biss. Sie wird durchhalten, bis wir kommen. Ja, sie wird durchhalten, bis wir kommen. Signapore. Kane, wir sind an der Außenmauer. Verlassen die Quarantänezone. Ihr solltet mich doch nicht holen. Freu dich nicht zu früh. Noch sind wir nicht da. Wie ist der Status? Ist der Unterschlupf noch sicher? Vorerst. Ich sehe, dass die Immortals schnell näher kommen. Und dabei zerstören sie alles in ihrem Weg. Kein Scheiß. Wir sind so schnell wir können da. Bleib stark. Ich sag dir was. Setz nicht zu viel Hoffnung in Kane's Chancen. Die Pisser meinen es ernst. Wir doch auch. Wir verlassen Singapur nicht ohne sie. Nicht ohne sie, genau. Die Immortals schlachten jeden zwischen sich und dem Unterschlupf ab. Vermutlich treiben sich hier immer noch Immortals rum. Wir müssen weg von der Straße. Positiv. Wir gehen hier durch. Spart uns ein paar Blocks. Ja? Ach so. Hörst du das? Ich höre es. Sicher. Seit der Sache mit ihrem Bruder handelt Gojulan aus reiner Wut. Ihre Soldaten werden keine Gnade zeigen. Niemandem. Wenn wir sie finden, werden wir es auch nicht. Das hört sich nicht gut an. Was meinst du, Hendrix? Tun wir, was wir beherrschen. Die Bösen killen. Wie in alten Tagen? Wie in alten Tagen. Das ist noch nicht vorbei. Weißt du, bis wir Kanes Arsch gerettet haben, sind Taylor und die anderen längst weg. Das kommt davon, Hendrix. Wir holen Kane, dann suchen wir Taylor. Wir lassen niemanden von uns zurück.
Bist du sicher, dass Kane eine von uns ist? Ja, bestimmt. Geht das schon wieder los? Bringen wir die kranken Bastarde unter die Erde. Na los, töten wir sie alle. Das wird alles noch viel schlimmer, bevor es besser wird. Ich wusste, dass es eine blöde Idee war, hierher zu kommen. War jetzt nicht so gut, die Blend zu werfen. Ihr versteht es nicht, oder? Taylor? Was zum Teufel tust du? Du hast uns verkauft. Du hast dem Feind geheime Informationen gegeben. Ich habe die Wahrheit gesagt. Hinter der schicken Firmenfassade führte die CIA illegale Experimente an Menschen durch. Experimente, die ihnen wieder vor die Füße gefallen sind. Mit Hunderttausenden von Toten und noch mehr, die durch die Auswirkungen leiden mussten. Und jetzt frag dich mal, wer ist in dieser Situation der Böse? Die Menschen, die eine Katastrophe direkt vor ihrer Haustür überlebt haben? Oder die Schlipsträger, die alles vertuschten? Die Immortals haben eine Gesellschaft aufgebaut, als der Rest der Welt wegsah und sie verrotten ließ. Vielleicht wollen sie Rache, vielleicht wollen sie Gerechtigkeit. So oder so. Du kannst doch nicht sagen, ihr Zorn wäre nicht gerechtfertigt. Taylor! Taylor! Kane! Wie konnte sich Taylor nur in unsere Kommunikation hacken? Kane! Ich höre nichts mehr von Kane. Es könnte schon zu spät sein. Wenn die Immortals in den Unterschlupf gelangen, ist Kane so gut wie tot. Geh nach oben. Finde einen Weg für mich. Ich hoffe, du liegst bei ihr richtig. Sachte, warte, bis niemand hinguckt. Die letzten. Moment, wir wollen diese ASP nicht anlocken. Wir sollten rauf auf die Dächer. Da sehen wir besser, womit wir es zu tun haben. Scheiße. Die reinste Immortals-Tagung da unten. Ich geb dir von oben Deckung. Thank you.
Lüfte. Warte, bis niemand hinguckt. Versuch, im Schatten zu bleiben. Jede Menge Immortals-Aktivität da unten. Geh es langsamer. Weiter. Alles klar, Sie gehen wieder in Position. Ziel direkt voraus! Das war knapp! Willst du es wirklich nicht ablassen? Auf gar keinen Fall, Henrix. Wir verlassen Singapur nicht ohne sie. Der Unterschlupf ist kompromittiert. Ich ziehe mich in den Schutzraum zurück. Leite Code Schwarz ein. Gut zu wissen, dass du noch munter bist. Hast du Taylors Funkspruch gehört? Er hat euch kontaktiert? Was hat er gesagt? Was hat Taylor euch erzählt? Sie kommen! Kane! Die Kommunikation ist wieder abgebrochen. Nein! Das ist was anderes. Ich habe Rache geschworen. Ihr habt eure Mauern errichtet, um die Schwachen und Kranken einzupferchen. Ihr habt sie zurückgelassen, sie vergessen. Heute verüben die Kinder der Apokalypse ihre Vergeltung gegen all jene, die ihnen tatenlos beim Sterben zugesehen haben. Daran seid ihr selbst schuld. Gojulan? Wie? Ich habe ihr Zugriff auf unsere Kommunikationsprotokolle gegeben. Taylor, was willst du? Was genau suchst du? Die Entscheidung, die Verantwortung, ruht immer auf den Schultern eines Einzelnen. Und den werde ich finden. Wieso? Weil ich wissen muss, wie tief dieser Kaninchenbau ist. Okay. Kampfwagen kann uns Vorteile gegenüber den Scharfschützen verschaffen. Jep, nur nicht mehr.
Ding ist Schrott. Bei mir sammeln und zum Unterschlupf vorstoßen. Halt! Was ist das für ein Geräusch? ASP, in Deckung! Ablenken! Ich schalte das Verteidigungssystem aus. Stube. Könnten wir den Kern wechseln? Da. Chaos, wir brauchen Kontrolle. Schwing dein Aus hier runter! Ich stehe unter schwerem Beschuss! Komm hier runter! Wir müssen zum Unterschlupf! Flankiert, komm hier runter!
Okay. Ach. Sehe ich jetzt nicht. Jetzt können wir runtergehen. Jetzt holen wir Kane. Fuck. Das war's dann wohl. Such einen Transport für die Extraktion, Hendricks. Du verarschst mich, oder? Sie ist tot. Nein. Es gibt noch eine Chance. Hörst du mich? Sie ist tot. Akzeptier's. Nee, die muss hier irgendwo sein. Eure Freundin? Sie hat was hast du ihr angetan? Sie wird nicht mehr mit euch reden. Jetzt ist sie einfach still. Ihr werdet schon sehen. Bleib, wo du bist, Hendricks. Es ist noch nicht vorbei. Hast du was zu sagen, Hendricks?
Ich sehe ziemlich viel Blut an dir. Ja, das war's zu der Folge erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.